Moin, Super Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. So, ich habe jetzt gerade eben den Singleplayer durchgespielt und jetzt habe ich noch ein bisschen Bock auf ein paar Duelle. Ich will aber erstmal meinen Shugoki auf Stufe 20 bekommen. Ist das was? Ist das was, Pamarellos? Also, Shugoki auf Level 20. Und danach können wir ganz viele andere noch spielen. Guck mal, da regnen komische Sachen bei ihm runter. Yo. Yo. Warum trifft das nicht? Alter, der hat gesessen. So, ich brauche erstmal Ausdauer. Au. Alter! Was? Ich dachte, das wäre mein Schlag gewesen. Ich habe einen leichten Schlag dahinter gesetzt und der sollte ihn eigentlich treffen. Ging aber nicht. Ah, miese Brise. Runde 2. Dann komm. Wie viel Prestige geht eigentlich? Ich habe schon Leute auf 4 gesehen. Okay. Ah ja, okay, gut. Runde 3. Oh, den kloppen wir jetzt so darunter, Leute. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich verstehe nicht, der Typ ist Prestige 2. Nennt man das Prestige oder wie nennt man das hier? Ich weiß es nicht. Und er hat auf jeden Fall noch nicht verstanden, dass man da nicht, dass man da runtergeschubst werden kann. Also keine Ahnung. Irgendwie manche Leute, die spielen zwar viel, aber lernen wenig. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich voll gut bin in dem Game. Aber vielleicht verarscht der Typ mich auch. Wir smackern ihn erstmal da weg. Dann machen wir einmal das mit ihm. So. War noch full life. So, bevor wir aber weitermachen, möchte ich erstmal gucken, weil wir haben ja jetzt im Singleplayer ganz viele Sachen freigespielt. Vielleicht können wir beim Shugoki noch irgendwie andere Dinge machen. Irgendwie so Tattoos oder irgendwie so ein Zeugs. Irgendwas, was das Aussehen auf jeden Fall angeht. Gabe schwer zu töten. So. Stufe 17 erreicht. Beute, Wiederbelebungstempo, Schadensabwehr beim Blocken. So, wir gehen mal Mission abbrechen, gehen dann auf Helden, gehen dann hier. Gehen dann Shugoki. So, was haben wir für einen Helm? Walrus. Den können wir zerlegen. Ich will ja von jedem will ich einen behalten. Schadensabwehr beim Blocken. Sag mal, wie sehen die aus? Die sehen eigentlich cooler aus. Haben wir dasselbe? Gaben, Abklingzeit, brauchen wir nicht. Wurfdistanz. Käse. Dann lass mal hier gucken, was haben wir denn hier? Kriegen wir noch irgendwelche coolen Symbole? Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich. Eine Gravur hätten wir da. Eine Motte. Schwierigkeit realistisch. Okay. Wir machen einfach mal die Motte drauf.
So, man kann entweder eine Gravur. Nein, wir machen die Gravur, oder? Kriegt man die auf dem Rücken auch? Gravur ist cooler für mich, finde ich. Farben, so, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Boah! Knallrot, geil. Lass mal hier gucken. Es fehlen noch richtig viele Farben. Da gibt es noch viele Farbkombinationen. Was haben wir hier? Das hier ist neutral. Komplett in Blau auch cool, aber ich. Komplett rot ist natürlich. Angreifer. Oh, machen wir das. Den nehmen wir den lilanen. Neutral. Haben wir da noch irgendwas freigespielt? Das hier. Komplett blau. Ich kann blau-rot ist so für Raps Play. Das hier zum Beispiel. Boah, das ist auch cool. Da gibt es schon geile Farben. Okay. Schulter, was haben wir? Symbole können wir drauf machen. Gravur. Irgendein cooles Symbol. Das. Und. Sieht man gar nicht. Und dann machen wir hier das hier drauf. Boah. Material haben wir kein neues freigespielt bei Ruhm. Null. Erscheinung. Exekutionen. 5700, ey. Boah, ey. Brauchen wir ja richtig viel Zeug für. Gut. Gut, stürzen wir uns ins nächste Match. Runde 1. So, wir sind im nächsten Match. Der hat ein cooles Symbol, der hat diesen Smiley von Watchmen. Ganz cool eigentlich. Er konnte das noch blocken. Okay. Ja, oh, vielleicht Netzwerkverbindung wird wiederhergestellt. Wiedel heißt er. Ich block doch links. Sag mal. Nein. Boah. Meine Reichweite war zu kurz. Ey, der hat voll schlecht gespielt und ich war noch schlechter. Das gibt's doch gar nicht. Zum sieht der kacke aus. Der ist so ein Iron Man-Maske auf. Ja, wäre cool, wenn man als Iron Man spielen könnte, auf jeden Fall. Okay, Konzentration jetzt. Muss doch hier zu schaffen sein. Yo. Alter. Jetzt ist er gut, ey. Boah. Also jetzt kam ich, war die ganze Zeit darauf am predikten, dass ich ihn gleich runterschmeißen kann. Hab dann voll oft einfach X gedrückt. Hab richtig kassiert. Also ich bin dann immer so greedy und denk, okay, schubst ihn einmal runter, hast du gewonnen. Aber dann, wenn du da halt nicht durchkommst mit der Attacke, dann hast du immer ein Problem. Ja, ich hasse es, Alter. Jo. Das meine ich. Boah, der rutscht da hinten den ganzen Berg runter, ey. Und da liegt seine Waffe. Stecke ich mir jetzt ein. Als immer die Leute, die immer so scheiß Netzwerkverbindungen haben, ey. Runde 4. Oder WLAN-Kacke ist und die dann immer online spielen. Das nervt. Aber gut, wenn ich scheiß Internet hätte, würde ich bestimmt auch online spielen wollen. Oh Mann, was ist das für ein blöder Typ? Er geht jedes Mal aus dem Dings raus. Oh Mann.
Jetzt bin ich durchs Blut verreckt. Netzwerkverbindung wird hergestellt. Niederlage. Oh, wie nervig. Okay, wir suchen uns einen anderen Gegner. Dann geht's weiter. Ein Stern. Wegen Scheiße. Lex. Haben wir ihn hier bekommen? Heilung durch Exekution. So, Runde 1 gegen einen Orochi. Okay. Alter, der ist mies. Was ist denn mit ihm? Er quieselt da so rum. Nichts da. Alter, das war so schlecht von mir. Oh, jetzt wollte ich gerade auf ihn zudashen. Aber er hat eine vorher eine Umdrehung gemacht. Ich glaube, dann hätte das eh nicht geklappt. Was macht der denn da? Runde 2. Okay, nochmal. Mecker. Oh. Und die Eier. Bam! Und full life. Ich will auch irgendwas haben, was um mich rumfliegt. Der eine hatte eben diese Rosenblüten oder Kirschblüten. Hier, der hat diesen schwarzen Rauch. Da! Oh. Das ist geil, die sterben immer einfach schon in der Luft und sind dann Ragdoll und klatschen dann unten auf. Na gut. Nächste Quizrunde. Runde 4. Ich habe vor Orochi habe ich immer Angst, muss ich sagen. Orochi und alle die schnellen Berserker, Nobushi und Friedenshüterin. Keine Ausdauer mehr. Erstmal warten. Jo. Smack up! Pew! Ja, Niceigkeit. Das war mal wenigstens ein Match ohne Lags. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten, oder? Erstmal gucken, was wir bekommen haben. Experience, ein bisschen Schiss. Sehen wir uns im nächsten Match wieder. So. Wie es so sein soll, haben wir wieder eine Orochi gegen uns. Petko. Und rechts. Jo, der hat gesessen. Alter. Smacker! Smacker vom Hacker. Aua. Smacker! Okay, weiter geht's. Runde 2. Na komm.
Nein. Okay, er hat keine Ausdauer mehr. Das hat nicht geklappt. Und tschüss. Alter. Da mache ich den geilen Moonwalk hier. Also ich muss sagen, der Shugoki ist halt so... Ja, der ist langsam und der kann nicht viel irgendwie. Aber wenn das, was er kann, wenn das sitzt... das ist ein anderes Ding von Können, sage ich mal. Du musst dann halt versuchen, dass die Sachen, dass deine Attacken treffen und dass du halt nicht getroffen wirst. Du musst dich auf wenige Dinge konzentrieren. Yo. Nice. Auch ein guter Kill. Wo ist er hin? Irgendwo da in den Busch gefallen wahrscheinlich. Oder da zwischen den Steinen. Naja, kann ich auch nichts machen. Gut, sehen wir uns gleich im nächsten Duell. So, wir wurden schon wieder gegen denselben gematcht, obwohl ich jedes Mal aus der Lobby rausgehe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wir haben wieder Pet Golds Gegner. Ey, mein Schlag kam nicht raus. Kleiner Hampelmann da, ey. Links, rechts, hoch, runter, hoch, runter. Dann nimm einfach mal das. Und tschüss. Yeah. Jetzt so eine coole Bud Spencer-Stimme, der Kerl. Ich glaube, da ist auch Bud Spencer drunter unter der Maske. Kann ich mir vorstellen. Obwohl er eher ein Wikinger wäre. Mecca! Was ist denn mit ihm? Oh, und der muss hier drin bleiben. Fuck. Nein, und er kommt raus. Den ab. Yo. Exekution! Da reibe ich mir mein Bäuchlein. Runde 2 gewonnen. Runde 3. Na dann komm. Und tschüss. Ich weiß nicht, warum der dann dahin zu dem Abgrund geht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist wie Ritze. Er geht, stellt sich auch immer vor den Abgrund, dann schubst du ihn da runter und dann sagt, du kannst nur so gewinnen. Wie blöd, Alter. Okay, ich probiere noch einmal. Dann, nicht, dass wir jetzt wieder gegen den Typ da gematcht werden. Ich habe da keinen Bock drauf, immer gegen denselben zu spielen. Einstellungen, was können wir denn da machen? Spielersuche gestartet. Spielersuche abbrechen. Okay. Leute, ich werde schon wieder mit dem gematcht. Ich kann echt nichts machen. Okay, dann kämpfen wir mal mit wem anders gegen ihn. Komm,
Das erste Mal Orochi im Multiplayer. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit wem ich dann in Zukunft mal spielen möchte. Einfach mal in die Kommentare den Namen schreiben. Oh, jetzt nimmt er natürlich die Valkyrie. Einfach mal den Namen des Helden in die Kommentare schreiben und dann kann ich ja darauf eingehen, wenn ihr mal sehen möchtet, eine Folge lang. Normalerweise probiere ich halt immer eine Folge, immer denselben zu nehmen. Ich nehme halt jetzt mal den Orochi, weil der den die ganze Zeit hat und wir immer gegen den gematcht werden. Runde. Cooler Helm. Ja. Oh, scheiße. Und jetzt Feuer. Kriegen wir sie? Oh. Yo! Also der Typ hat es echt nicht drauf, muss ich sagen. Gerade eben der Nobushi, der war gut, ey. Der hat mich gequieselt. Der war am Anfang, hat eine Runde, hatte voll scheiße gespielt, aber danach war er echt saugut. Also ich bin halt so ein Typ, ich suche die Herausforderungen immer in so Spielen. Ne? Ich will gegen die absoluten Profis kämpfen, weil von denen kann ich was lernen. Und von denen kann ich mir was abgucken. Aber... Ah, wenn ich halt gewinne, das macht mir nicht so Spaß irgendwie. Was ist? Controller. Komm. Warte, ich wollte schreiben. Hör auf. Xbox Controller. Okay. Den gönne ich ihm. Wrong answer, lol. Mich ärgert das überhaupt nicht. Oh. Okay, jetzt dreht er aber auf. Oh. Wrong answer. Sagt er nur. Wrong answer. Der Kopf liegt ein bisschen neben seinen Schultern, muss ich sagen. Okay. Er wollte es so. Runde 4. Show me what you got. Nein. Oh, der hat mich noch erwischt. Alter. Oh, er hat mich getroffen. Ich dachte, ich hätte also mit dem Ausweichkonter das geschafft. Runde 4 verloren. Von mir aus. Dann jubel doch. Du wirst jetzt gequieselt. Runde 5. Aber ihr merkt, mit dem Orochi bin ich nicht so gut wie mit dem Shugoki, oder der ist halt auch, kann ja sein, dass er mit der Valkyrie auch besser spielt als mit dem Quiesel-Toni da. Oh. Na komm. Was denn?
Ja, Psychologie. Man muss mal Smash Brothers gespielt haben, da weiß man ein bisschen die Gegner besser. Ja, wie sagt man? Man sagt immer readen bei Smash Brothers. Also wenn du, man readet die Attacke, weil auf Deutsch heißt es halt lesen und das hört sich irgendwie scheiße an. Aber wenn du halt predictest oder readest, was der Gegner als nächstes vorhat und welche Attacke er jetzt ausführen will, dann hast du natürlich einen Vorteil gegenüber dem Gegner, sag ich jetzt mal. Offener Platz. Okay, komm, eine Runde machen wir noch. Ich nehme aber nochmal den Shugoki. Sollten wir jetzt gegen den nochmal treffen, dann werde ich einen nehmen, den ich gar nicht kann. Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich auch wen anders. Und ihr schreibt mir, Kafkas Friend, okay. Ihr schreibt mir auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, welchen Helden ihr gerne sehen möchtet. Mit wem soll ich mal eine Folge rausbringen? Und, oder vielleicht mache ich 3 Folgen, also ich spiele dann 1 Stunde mit diesem Helden und werde dann 3 Folgen davon machen. Der am meisten in die Kommentare geschrieben wird, den werde ich dann als nächstes ausprobieren. Machen wir das so. Und wenn es ein 2:1:1:1:1 ist, dann ist es halt so. Dann nehmen wir den, der 2-mal gebotet wurde. Und dann können wir ja so reihum umgehen, würde ich sagen, oder? Ich werde dann immer 1 Stunde spielen, das sind immer 3 Folgen ungefähr. Ah gut, wenn ich die Wartezeiten rausschneide, wie jetzt hier ein paar Mal, dann geht's. Okay, fangen wir mal an. Berserker, da habe ich schon ein bisschen Schiss vor wieder. Aber der hat das schon mal kassiert jetzt. Hat er gut gemacht. Alter, ich bin fast tot. Was? Oh, ich dachte, der wäre auch tot. Oh, der geht ab, der Berserker, ey. Dass der auch so viel Schaden macht, ey, das ist ja unglaublich. Ich finde, von den Meuchlern macht der am meisten Schaden. Und das Ding ist, wenn er seine Angriffskette macht und du blockst einen, also nur blocken, nicht parieren, dann interessiert es den gar nicht. Der macht die einfach trotzdem weiter. Okay. Okay, jetzt bin ich tot. Boah, also der Typ. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Okay, wenn wir jetzt 3 gewinnen, dann können wir noch gewinnen. Er hat ja auch Heimvorteil hier im Wikingerland. So, Half-Life. Ey, das killt mich fast... Das killt mich fast kaputt. Okay. Ich hab geblockt. Das war ja wahrscheinlich Blockschaden jetzt, ne? Ein harter Schlag, geblockt und Blockschaden. Ich hätte ihn fast gehabt. Okay, gegen den will ich nochmal spielen. Ich hoffe, er will nochmal. Eine Runde muss ich noch gegen ihn. Eine Runde muss er noch hier. Oh, neue Keule bekommen. Angriff, Ausdauerkosten. Kafkas Friend, okay. Er konnte mich auf jeden Fall quieseln. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Na gut. Eine Runde machen wir noch und dann... So, Palmarillos, ich habe ja gesagt, eine Runde machen wir noch, aber jetzt haben wir natürlich einen Ruhm-5-Kämpfer, der auch ein Shugoki ist. The better Fatty may win. Okay, dann machen wir das doch mal. Sportius. Alter, macht der Schaden. Tot. Alter, das ist ja krank, ey. Okay, ja, aber ich habe auch irgendwie das Parieren verkackt.
Probieren wir es nochmal. 1-0 für ihn. Ich weiß nicht, warum ich mit Ruhm 5, ich bin noch nicht mal mit irgendeinem von den Helden auf Ruhm 1 und muss gegen Ruhm 5 Leute kämpfen. Also was mit dem Matchmaking abgeht, ich glaube, das ist einfach komplett random. Okay, machen wir das mal. Kein Smacker. Der trifft ja gar nicht. Okay. Alter, aber jetzt, was will er jetzt machen? Ja. Ey, ich habe das Gefühl, der hält viel mehr aus als ich. Vielleicht hat er irgendwie mehr Rüstung, aber ich glaube, im Duell zählt das nicht, diese ganzen Rüstungssachen. Weiß es nicht. Runde 3. Jetzt rennt er da runter. So, wir können ihn smacken. Keine Ausdauer mehr. Okay. Läuft nicht. Yo, eine Runde haben wir gewonnen. Oh, das ist ja schon mal geil, dass ich gegen den Prestige 5 eine Runde gewinne. Also der hat den ja schon viel, viel mehr gespielt als ich und ich schaffe es, gegen ihn zu gewinnen, das finde ich schon mal ganz gut. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das war kein Gewinn durch Stacheln oder so, obwohl ich dachte, er fällt noch in die Stacheln gerade eben. Der geht halt auch immer zurück direkt. Alter, das war ja schnell. Ich habe auch X gedrückt. Okay. Gut, Pamarillos. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und, ja. Daumen nach oben. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wen ihr sehen möchtet. Und dann, ja, sehen wir uns. Was kriege ich? Keine Beute. Okay. Stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.